Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review-Tutorial. Und zwar diesmal geht es um das Plugin Supertrails. Es ist ein 1.8 Plugin und mit diesem Plugin könnt ihr bestimmte Trails, also Schleier, hinter eurem Spiel erscheinen lassen oder allgemein zum Verschönern nutzen. Das ist ein Gadget-Plugin und es hat recht viel Auswahl, muss man dazu sagen. Sieht man auch schon 25 Partikel-Trails, Block-Trails, Rain-Trails. Dazu gehe ich dann auch nochmal ein. Mit dem GUI, man kann die Config in-game einstellen. Aber das zeige ich euch dann nochmal. So, hier haben wir einen Test-Server, hier haben wir nochmal Danke. Hat auch eine gute Durchschnittsbewertung. Und bei den Kommandos haben wir slash Supertrails, dann Trails, damit man das GUI öffnet und Trails-ID, dann kann man das nochmal manuell auswählen, auch für einen bestimmten Spieler. Und ja, hier haben wir nochmal kleinere Kommandos, zeige ich dann aber in-game. Ich kann es euch zeigen, hier zum Beispiel einmal Screenshots von dem GUI und so sieht das dann in-game aus. Auf die Config gehe ich dann auch nochmal ein und nochmal zu den Permissions. Also haben wir hier trail.allow, um das GUI zu öffnen. Dann trail.all, damit man alle Trails nutzen kann, außer die Block-Trails, dann Trail.blocks müsste man nochmal extra geben, nur für die Block-Trails, und Trail.grains nur für die Rain-Trails. So, ich habe nochmal für jeden Trail einzeln die Permissions, genau das gleiche bei den Blocks und bei den Rain-Trails. Hier haben wir nochmal Trail.grain.builder und VIP und Bypass. So. Circle Mode, Trail.Mode von Circle und Trail.Mode Menu. Den Open the Mode Menu. Okay. Ihr ladet euch das dann hier oben herunter. Wie schon gesagt, für die 1.8, für alle 1.8 Version. Und zieht es dann auf euren Desktop. Habe ich hier schon gemacht. Hier haben wir den Testserver. So, hier habe ich dann den Plugins Ordner. Ich habe das Plugin hier vorher noch nicht installiert. Auf diesen Server. Packen wir es da rein. Und ich benutze hier die 1.8.8 zum Let's Show. Auch in der Minecraft-Version, das funktioniert soweit mit allen. So, jetzt startet alles. Generiert nochmal eine neue Welt. Das hat aber nichts mit dem Plugin zu tun. Jetzt sind wir hier auch schon Enabling Supertrails 9.1.1 for Minecraft 1.8 Enabled. Thank you for using my Plugin. Okay. So, dann stoppe ich den Server einmal, gucken wir uns schon mal die Config an. So, haben wir jetzt den Supertrails-Ordner und hier sehen wir die config.yml. Ich mache immer die alten zu. Jetzt haben wir schon Update Notify, also wenn Update kommt, ob man Nachrichtungen bekommt. Blocktime würde ich so lassen. Designs könnt ihr auch fortlassen. Dann Use Raw. Weiß ich gerade gar nicht, aber könnt ihr. Also ich würde das meiste so anlassen. Achso. Ja, das ist dann, sag ich mal, Standard. Den Rest könnt ihr soweit hier lassen. Die Nachrichten könnt ihr noch in eurer Sprache, also umdeutschen als Beispiel jetzt. Dann if trails allow. If trails is allow. Also Nachrichten, die Linien, das ist alles zum Aussehen hier. Die Items. Hier auch die Nachrichten zum Removen. Dann haben wir Disable when Player Don't Moving. Das heißt, das ist zum Beispiel, wenn euer Server nicht so viel Leistung hat, könnt ihr das auf Crew stellen und dann wird der Trail deaktiviert, wenn der Player steht. Zum Beispiel, das ist beim Regen praktisch, dann würde er aufhören zu droppen. Time to Disable ist wahrscheinlich Ticks, wie lange er den abschaltet. Keep Menu Open. Jetzt einfach nur, wenn ihr zum Beispiel was anklickt, ob er dann das Menü offen bleiben soll, weil standardmäßig schließt es dann. Ja, Default Menu, ja, Main, dann haben wir auch, oder Particles Event Trails angibt, dann kommt standardmäßig dieses Main Menu, dann gibt es auch das Particles, Block und Rain. Wenn jetzt zum Beispiel nur, dass Leute Particles auswählen können mit diesem Kommando, dann gibt er Particles ein. So, Hide in Combat, ja, dass es dann versteckt wird.
Komm mit deinem Cooldown, Second Click Remove, Quiet Tray Remove. Das heißt, wenn ihr einen Server leftet, dann wird auch der Tray entfernt. Und normalerweise, wenn ihr left und wieder rauf schaut, dann habt ihr den immer noch. Ja, das ist hier Hide and Vanish, das ist Vanish No Packet, das Plugin. Dann, ja, Check Permission. Ist ja, glaube ich, klar. Check on Join. Die Safe Trails, also wenn ihr das sofort habt, dann würde ich das auf True stellen. Wird nämlich gespeichert, welchen Tray ihr hattet. Und ja, Mode Change könnt ihr auch auf False lassen. Dann haben wir jetzt halt die Signs. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Sign macht, dann könnt ihr das damit nutzen. Braucht man aber an sich nicht. Dann haben wir das Join-Item, die Multiplen Trails und noch eine Menge andere umbenennen. Aber hier würde ich dann nicht mehr so viel machen. Das ist dann auch noch fürs GUI. Deswegen. So, das war's dann soweit erstmal zur Config. Dann starten wir den Server hier und dann gucken wir uns das einmal in-game an. So, wir joinen mit dem Localhost. Jetzt sehen wir schon, ne, Tray selected. Click here to open the Tray Menu. Das ist jetzt hier Standard, also das Main Menu. Dann haben wir hier zum Beispiel Partikel, Rain Threads und ja. So, ich werde erstmal, also das Hauptkommando ist slash Super Trails. Jetzt sehen wir auch schon Super Trails Help. Haben wir wieder slash Threads, da könnt ihr das GUI öffnen. Tada. Oder auch die Trails-ID, dann haben wir den Namen und den Spieler. Jetzt wollen wir erstmal gucken, welchen nehmen wir jetzt. Wir nehmen jetzt einfach mal Angry. Dann könnte ich Trails Angry Herbie 2212. Okay. Mal gucken, ob das. Achso, Trails ID. Okay. Sonst öffnet er natürlich nur das Kommando Trails ID. You selected Angry Trail. Und jetzt sehen wir auch schon, es läuft das hinter mir hinterher. So. Wenn ich jetzt den Spieler nicht wegnehme, funktioniert es nicht. Und theoretisch, wenn jetzt der Spieler nicht online ist, welchen nehme ich dann da? Ja, das ist ein Fehler, das könnte man noch eventuell beheben. Jetzt sehen wir auch schon hier, will jetzt die Option dann sein, dass er das ausschaltet, wenn ich das aktiviert habe, dann würde der Trail aufhören. So. Dann machen wir weiter mit den Hauptkommandos. Slash Super Trails Reload. Reload die Config. Version sehen wir unsere die aktuelle Super Trails Version. Dann Link. Ja, wird man einfach, kriegt man nur einen Link. Wenn ich da jetzt raufklicken würde, dann fragt er mich. Und ob ich das öffnen möchte, dann würde einfach nur die Spike-Seite öffnen. Stats. Sehen wir hier Trail Selecting Stats. Angry wurde dreimal ausgewählt. Und ja. Hier haben wir, das ist eine recht praktische Option, die List. Daran können wir mal sehen, welche Spieler gerade nutzen und welchen Trail sie nutzen. Dann Config. Damit können wir die Config ändern. Wir haben zum Beispiel Update Notify, Signs, Backbutton. So, ich schalte das mal immer auf True. Das sehen wir auch schon, ist mein Trail sogar weg. Also es funktioniert auch. Und clear all trails removed. So. Das war es an sich auch schon sehr aufgekommen. Hier haben wir auch nochmal einen Remove-Button. Wir haben keinen aktiviert, deswegen funktioniert es nicht. Also Partikel Trails. Kommen wir jetzt zum Beispiel, was nehme ich denn da? Ich nehme Musik. So, jetzt sehen wir auch schon. Das funktioniert soweit auch alles. Dann haben wir die Block Trails. Was nehme ich denn da mal? Ich nehme mal Kabelblock. Sehen wir auch schon, ist überall, wo ich langlaufe, tauchen mal Teppiche auf. Am besten sieht man das bei dem Weizen dazu. Und zwar Wheat. Und da taucht das dann überall auf. Ist natürlich auch mal eine schöne Idee. Vor allen Dingen, ihr braucht euch auch keine Angst haben wegen der Lobby. Weil er keine Blöcke wegnimmt oder er entfernt die auch. Also nicht,
dass dann die Leute langlaufen und das Weizen stehen bleibt. Da braucht ihr keine Angst haben. Ja, dann haben wir zum Beispiel noch Rainbow. Rainbow ist wahrscheinlich genau Glas in dem Fall. Dann Ore, Clay, Sea. Ja, also es ist schon recht verständlich so. Und jetzt kommen wir zu den Rayen. Hier haben wir den Tränen, den Gastränen. Ist einfach nur, dann droppt halt immer über einen diese Tropfen rüber. Und da ich jetzt stehe, haben wir eine Option, dass er den ja ausschalten soll. Es funktioniert auch. Und ja, das ist schon ein so weiter Regentray. Also es gibt dann zum Beispiel auch mit Diamanten kann man das machen. So, es regt Diamanten. Und dann haben wir noch eine recht interessante Option, und zwar den Rain Builder. Hier können wir jetzt verschiedene Rains auswählen. Also ich nehme jetzt mal grün und dann, was nehme ich denn dazu? Ich nehme mal einen Golden Apple. Das heißt, jetzt sehen wir eine grüne Wolke mit goldenen Äpfeln. Und dafür hatten wir auch diese spezielle Vermischung. Und sowas finde ich halt extrem cool. Das ist auch das Besondere an diesem Plugin. Es funktioniert soweit, ihr könnt alles in Game einstellen. Und es ist halt mal was anderes. Also optimal für Lobby-Server geeignet. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo, hilft mir immer. Und ihr könnt ja auch wieder gerne Bewertungen oder Ideen für nächstes Plugin in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Review-Tutorial. Bis dahin, tschüss.